Hallo, euer Seraphon LP hier. Und ich muss euch heute etwas mitteilen. Ich muss euch heute etwas Wichtiges sagen. Ich muss euch heute einfach mal Danke sagen. Danke, einfach Danke. Ich habe heute, wie ich das jeden Tag tue, auf meinen Let's Play-Kanal geguckt. Und was sehe ich da? Ich habe 100 Abonnenten erreicht. Ich habe es endlich geschafft. Mein angeplanter Meilenstein. Ich habe ihn endlich erreicht. Und das habe ich euch zu verdanken. Ich möchte euch einfach nochmal sagen, diese Abonnentenzahl ist für mich nicht nur einfach nur eine Zahl. Sie ist auch kein Indikator, wie fame ich bin. Für mich auf jeden Fall nicht. Sie bedeutet für mich einfach, ja, da sind Leute, die deinen Content gerne gucken, die täglich deine Videos, deinen Kanal ansteuern oder einfach deine Videos ansteuern und sie gucken. Und genau das freut mich. Das freut mich. Ich mache diese Sache nicht, um irgendwie Fame zu werden. Bei manchen meinen Projekten hatte ich schon die Bedenken, wie könnte das jetzt ankommen? Das waren die Projekte Skyrim und Dragon Age 2. Da habe ich die Spiele geletsplayed, als sie noch ganz aktuell waren. Und da hatte ich deswegen Bedenken, wie könnte das ankommen? Könnte das ankommen, als würde ich das für den Fame machen wollen? Das hatte ich nie vor. Wisst ihr, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren hier auf YouTube als Let's Player. Vorher als Zuschauer bei anderen Let's Playern. Ich bin also noch einer von denen, die es gerne traditionell halten. Das seht ihr ja. Bei meinen Videos gibt es keine Intros, ich mache keine Wasserzeichen und mache auch nicht diese Verlinkungen zu den jeweils nächsten Videos, weil ich das ein wenig sinnbefreit finde, weil wozu gibt es die Playlisten? Mir geht es einfach nur darum, euch mit meinen Videos zu erfreuen. Mir geht es wirklich nur darum, ich sag mal, euer Reiseführer in großartige Abenteuer zu sein, wie das Abenteuer, das wir in Nerim erlebt haben, oder Skyrim zum Beispiel eben. Mir geht es darum, meine Videos zu machen und zu wissen, ja, ihr schaut sie gerne und ihr erfreut euch dran und akzeptiert meine Videos so, wie ich sie euch liefere. Ich weiß, ich habe definitiv nicht die beste Stimme, um solche Let's Plays zu machen. Und glaubt mir, wenn ich es könnte, würde ich es wahnsinnig gerne ändern. Aber ich kann es nicht. Meine Stimme ist mir so gegeben und ich muss damit leben. So wie auch ihr damit leben müsst, dass ich nicht die beste Stimme zum Let's Playen habe, aber dennoch mein Bestes gebe. Hier habe ich kurz mein Mikro verrückt. Ich hoffe, das hat nicht gestört. Und ja, ich möchte euch auch weiterhin tolle Videos liefern, tollen Content liefern. Ich möchte euch auch weiterhin einfach mit meinen Videos unterhalten. Ich werde auch noch ein paar besondere Sachen machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich bin immer am Überlegen und dann fällt mir immer was anderes ein und dann, ach Kram. Ich werde einfach auch wegen neuen Dingen überlegen. Ein paar Ansätze habe ich ja schon. Ihr wisst ja, ich habe da diese Rubrik namens MMO-Sec. Die Rubrik wird auch wahrscheinlich weitergehen. Ich habe aber nur nicht die Zeit, groß in Online-Rollenspielen was zu machen. Da fehlt mir derzeit die Zeit. Und seid versichert, das hier ist nicht das einzige Video zu meinem 100-Abonnenten-Special, das ich machen werde. Es wird noch mehr folgen. Ich habe derzeitig nur noch keine Idee. Dieses Video habe ich gerade spontan
direkt nach dem Erblicken des Abonnentenzählers aufgenommen und habe daher noch nicht so richtig eine Idee, was ich als Special machen könnte. Deswegen würde ich einfach sagen, lasst euch überraschen. Und ja, mir fehlen gerade die Worte. An all jene, die schon länger da sind, bleibt am Ball. Bleibt einfach dabei. Ich möchte euch einfach weiterhin gut unterhalten. Das ist alles, was ich sagen kann. Und an all jene, die neu da sind, ihr könnt auch ruhig mal bei meinen älteren Projekten reinschauen. Außer bei Mickey Mania, ja. Das nächste. Also das erste Mickey Mania. Also mein erstes Projekt, was als erstes Projekt markiert wurde. Das nächste. Das ist nicht toll. Das ist bäh, das ist böse. Nun, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Ich habe, denke ich mal, alles gesagt, was ich sagen kann. Und ich möchte euch einfach weiterhin mit guten Videos bedenken. Und ich sag erstmal Tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal, euer Serra. Ach ja, bevor ich es vergesse, Lorenor, Weehawk, euch auch vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt und mich auch über eine längere Strecke meines Werdegangs begleitet habt. Und an euch, Zuschauer, ich werde natürlich versuchen, diese beiden Chaoten wieder für dieses Special ranzuziehen. Bei Weehawk weiß ich nicht, ob es was wird, denn er hat nicht viel Zeit. Aber vielleicht für ein kleines Battle kann er etwas Zeit übrigen. Und beim Lorenor weiß ich auch nicht. Wir werden es sehen. Entweder die beiden Chaoten sind dabei, oder ich muss das Battle ganz alleine machen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall. Wir hören uns. Entweder bei meinen weiteren Videos im Special oder bei anderen. Also, bis dahin, euer Serra.